Hallo, liebe Zuschauer, liebe Geschwister, Shalom, der Frieden des Herrn sei mit euch. Und mit uns, ja, der Frieden des Herrn, der Frieden draußen in der Welt, da gibt es einige Verschärfungen. Und ja, ich habe hier mal eine Meldung von der Hal Turner Radio Show. Und ja, das alles natürlich eine Vorbereitung für möglichen großen Krieg in der Drangsal. Und ja, wir schauen jetzt da mal, was heute so einiges hier passiert ist. Großer NATO-Lufteinsatz mit Atomschnüfflern. Irgendetwas scheint im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt im Gange zu sein. Derzeit ist ein großer NATO-Lufteinsatz im Gange, der weit über die meisten früheren Luftsättigungen hinausgeht. Wir beginnen mit einer Constant Phoenix der US Air Force, einem Nuklear-Aufspürflugzeug, das vor der Küste des Vereinigten Königreichs ein seltsames Luftsuchmuster abfliegt. Dieses Flugzeug nimmt Luftproben, um das Vorhandensein von Nuklearmaterial festzustellen. Wie auf dem nachstehenden Radarbild zu sehen ist, scheint das Flugzeug nach einer russischen Poseidon-Atomdrohne zu suchen oder nach U-Booten, die eine solche Drohne mitführen. Russland hat diese unaufhaltsame nukleare Torpedodrohne. Wir blättern erstmal runter hier, damit wir uns das mal anschauen hier. Russland hat diese unaufhaltsame nukleare Torpedodrohne mit der Idee erfunden, dass sie einen Kilometer unter dem Meer detonieren kann, um einen nuklearen Tsunami gegen die Küste seines Feindes zu erzeugen. In diesem Fall würde eine bis zu 1500 Meter hohe Welle an die feindliche Küste gespült, die tödliche Strahlung mit sich bringen und alles im Umkreis von etwa 20 Meilen um die Küste zerstören würde. Oder auch mehr. Da gibt es ja auch so einige Prophezeiungen außerbiblische, ne? Von wegen Großbritannien und etwas, was hier ins Meer fällt. Ja. Schlimmer noch, da das Wasser eine hohe Strahlendosis mit sich führen würde, wäre das feindliche Land für tausende von Jahren nicht in der Lage, Leben zu beherbergen. Hier ist der Suchplan für das Flugzeug. Zickzack hier, ja. Als nächstes richten wir unsere Aufmerksamkeit auf eine US-amerikanische Global Hawk Drohne, die jetzt tief im Schwarzen Meer sucht. Dieser Flug mit dem Rufzeichen Forte 11 scheint ungewöhnlich zu sein, denn in der Vergangenheit hielten sie sich gewöhnlich an die rumänische Küste. Dies scheint ein sehr aggressives Vorgehen zu sein, was einige Beobachter zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass etwas passieren wird, in Anführungsstrichen. Hier die Flugkarte. Ja, hier schauen wir uns das an. Also hier weit entfernt jetzt von der rumänischen Küste und bulgarischen Küste. Jetzt geht es doch sehr tief hier raus aufs Schwarze Meer. Ja, das ist aber noch nicht alles, weil außerdem sind die folgenden NATO-Flugzeuge im Einsatz. So, die werden hier aufgezählt. US Air Force, E8C Joint Stars, Red Eye 6, US Air Force so und so, nochmals KC-135 so und so. Royal Air Force RC-135W und US Air Force RQ-4B Global Hawk nochmal. Das ist genau hier Forte 11. Italienische Luftwaffe G550 AEW. Und hier ist die Flugradarkarte dieser Flugzeuge. Hier kann man das mal verfolgen, wo die überall tätig sind. So, von besonderem Interesse bei den oben genannten Flugzeugen ist der Rivet Joint der Royal Air Force. Die RC-135W ist ein spezielles elektronisches Überwachungsflugzeug, das auf allen Schauplätzen für strategische und taktische Einsätze eingesetzt werden kann. Seine Sensoren saugen in Anführungsstrichen die elektronischen Emissionen von Kommunikationsradar und anderen Systemen auf. Die NATO hat auch ein Spionageflugzeug nach Finnland entsandt, das die gesamte russische Grenze ausspioniert.
Wir wissen ja, Finnland ist ja jetzt der neuerdings der NATO beigetreten und rückt jetzt der Russland von Norden auf die Grenzen. Ne? Von Bedeutung ist auch ein Frühwarn- und Kontrollflugzeug der türkischen Luftwaffe, der Peace Eagle, der von Rumänien aus patrouilliert. Ah, hier sehen wir das nochmal. Finnland. Und dann hier dieses genannte Flugzeug. Tja. Zu diesem Peace Eagle heißt es hier weiter, die Boeing 737 AEW&C Peace Eagle ist ein zweistrahliges luftgestütztes Frühwarn- und Überwachungsflugzeug, das auf dem Design der Boeing 737 Next Generation basiert. Es ist leichter als die auf der 707 basierende Boeing E3 Sentry und verfügt über eine feste, aktive Radarantenne mit elektronischen Abtastungen anstelle einer rotierenden Antenne. Alle diese Flugzeuge werden von zwei in der Luft befindlichen Stratotankern mit Treibstoff versorgt. Die Spannungen zwischen der NATO und Russland sind derzeit sehr hoch. Mehrere Beobachter haben den Eindruck, dass entweder A, die Ukraine-Offensive kurz vor dem Beginn steht oder B, die NATO einen russischen Erstschlag befürchtet. Ja, die Welt war noch nie so nah an einem tatsächlichen Atomkonflikt. Ja, schauen wir uns das noch mal an hier. Hier gibt es auch Bewegungen in Polen. Hier haben wir Rumänien. Ja, also es geht jetzt doch sehr stark. Also die Spannungen nehmen jetzt sehr stark zu. Und ja, jetzt heißt es umkehren. Umkehren heißt Jesus Christus annehmen als den Erlöser. Er ist für euch gestorben, wenn ihr daran glaubt. Ja. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha, wurde beerdigt, ist aber am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten für uns, damit wir auch von den Toten wieder auferstehen bzw. entrücken können. Ja, zum ewigen Leben, das hat er uns geschenkt, das ist ein Geschenk, das ist rein die Gnade, das können wir uns nicht verdienen, niemand kann sich das verdienen. Ja, nicht strampeln und machen und tun, sondern allein auf diese Gnade setzen, ja, auf diese Barmherzigkeit. Er hat sich erbarmt über uns, ja, obwohl wir alle sündig sind und es gibt nicht einen Menschen ohne Sünde. Denkt daran, eine Lüge, ja, und ihr seid nicht mehr heilig vor Gott. Also hat Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt, ja, und er ist gestorben. Ja, das Opferlamm, das Blut ist geflossen am Kreuz von Golgatha für uns. Dieses kostbare Blut Jesu ist geflossen für uns, damit wir ewig leben. Und zwar jeder, der das annimmt. Ich wünsche euch alles Gute. Shalom, bis bald.